Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Adventure Capitalist. Ja, es ist schon etwas länger her, wie man sieht, dass ich online war. Ich hatte Lust, mal wieder eine Folge zu machen und um zu schauen, ob sich irgendwas Neues getan hat beim Spiel. Wir haben aktuell verdient seit dem letzten Mal 1828 Duo Quadragintillionen auf der Erde. Und dann haben wir noch den Mond und den Mars, wo wir auch noch unterwegs sind. Und vorher kam noch irgendeine Meldung bezüglich 20 Gold. Können wir gleich mal schauen, haben wir da irgendwie Gold bekommen? Shop. Ah ja, wir haben 55 Gold, haben wir. Das finde ich schon mal, finde ich ganz nett. Was kann man damit machen? Blended, Zweifach Speed, gibt es verschiedene Deals. Was hier aber nicht geht, ah doch, mit der Maus kann man so rauf und runter scrollen. Ah, okay, man kann sich im Voraus die Profite holen. 14 Tage, Days Worth of Profit instantly. Ja, es sind so ein paar nette Dinge dabei, Multiplikatoren. Verschiedene Hüte, wo man auch Boni kriegt. Jo. Ansonsten schauen wir mal, was gibt's, ob es hier was Neues gibt. Mond, Mars ist da. Gibt es gerade irgendwelche Events? Nächste startet am 27. Oktober. Okay, da haben sie dann so Halloween-Event. Aber sonst, Spezialevents sind aktuell keine. Das heißt, aber ich werde eines machen. Wir können, ihr seht eh, wir haben 12.000, fast 13.000 Octodezillionen an Angel Investors, also quasi Investoren, Angel Investoren, und könnten jetzt 190.000 holen. Das machen wir auch. Das heißt, wir setzen einmal alles zurück und starten dann gleich mal neu durch. Was ich sehe nur gerade, dass ich meine Anzeige, also mein Vorschaubild über die Anzeige rechts oben gelegt habe. Maximum. Das heißt, ich sehe jetzt nicht direkt, ob ich jetzt einfach zehnfach oder so aktiviert habe, wobei man kennt zwar trotzdem. Lass mal die auch einmal durchrennen. Ist das auch neu, dass sie die Farben verändern? Von grün auf blau. Ah ja. Ich war wirklich schon jetzt lang nicht mehr da. Dann können wir da mal die ganzen Leute engagieren, die ganzen Manager. Manager, ein Angel Unlock, EC Upgrader. So, dann können wir uns die ganzen Verbilligungen holen. 33 Billionen. Unlock der Quick Buy Upgrade Button. Machen wir uns auch noch. So, dann haben wir ja genau, dann können wir jetzt hier bei den Upgrades einfach mal sagen, alles, Angel Upgrades, Investor Upgrades, 203, we can now, okay, wie viel können wir, oh, 2, fast 3000, aber wir haben noch immer 200.000, ja, haben uns da auch alle Boni, und dann können wir da quasi jetzt weiter ganz in die Höhe treiben. Gehen wir mal da auf 3000. Ich meine, das Prinzip ist ja quasi das altbekannte. Gehen wir uns da auch noch mal überall auf 2000. Beim Öl auch.
Das Prinzip ist halt, man kauft sich quasi ein und je mehr man hat, gibt es halt höhere Boni, je mehr Stück man von etwas hat. Jetzt immer wieder Bonussprünge, beziehungsweise wenn man insgesamt jetzt hat, keine Ahnung, 50, 100 und so weiter von jedem, gibt es noch einmal spezielle Boni. Bei den Unlocks sieht man das ganz gut. Zitronen, da haben wir den nächsten bei 3,250. Insgesamt haben wir den nächsten Boni bei 2.100. Da kriegen wir einen Zweifachbonus für alles. Banken und Öl brauchen wir schon 2,250. Oh, gehen wir einfach auch mal auf 3.000 drauf. Und durch die ganzen neuen Investoren kriegen wir einfach mehr Geld. Da werden einfach unsere Profite entsprechend erhöht. So, Manager. Genau, da können wir uns jetzt noch so ein paar Verbilligungen holen, wenn wir auch machen. Wir haben noch immer so viele Investoren, dass wir nicht wissen, wohin damit. Upgrades. Werden wir uns auch alles holen, was da ist. Man sieht, wir sind schon wieder im Octo-Triginkillionen-Bereich, das geht so schnell. Da werden wir da noch mal was holen, da werden wir hier noch in die Höhe gehen, da noch investieren. Wo haben wir den nächsten Unlock? 2,4 für alles. Gut, da fehlt nicht mehr so viel. Da haben wir es, da haben wir es. 2,4. Gehen wir mal in den 10er Bereich. Dann geben wir da den Bonus. So, dann können wir uns da nochmal Upgrades holen. Wie man sieht, das geht ruckzuck. Und hier können wir uns auch nochmal Upgrades holen. Da haben wir dann bald alle Shows, die es gibt. Und während es rennt, kann man ja auch einmal uns um unsere anderen Geschäftszweige kümmern. Es gibt ja, wir haben ja auch noch den Mond. Da sieht man dann mal auch einiges rennen. Und den Mond kann man eben unabhängig quasi zurücksetzen. Also wir haben jetzt nur die Erde zurückgesetzt. Wir könnten auch sagen, wir lassen den Mond. Aber wenn man schaut, 795.000 Dezillionen, wir können 16.000 Undezillionen holen. Dann machen wir doch das, das ist eine Riesensteigerung. Wir werden hier, müssen wir natürlich einmal durchlaufen lassen, wenn wir Geld brauchen. Und dann hier auch gleich einmal in die Höhe schicken. So, gehen wir überall, kaufen uns mal mit 100 ein. Können wir jetzt. Lass uns auch alles einmal durchlaufen. Und schauen gleich wegen den Managern, wie soll ich auch alle holen. Ob das in Zukunft dann auch automatisch rennt. Dann haben wir hier noch unsere Upgrades. Da werden wir natürlich auch alle holen. Angel Upgrades, wie viel haben wir es? 16.888 und Dezillionen. Wir könnten uns alles um 205.000 Dezillionen kaufen. Ja, also das machen wir da, weil es schon relativ teuer ist. Fragt er uns, wollen wir das tun? Um 5 Dezillionen. 5. Also das geht ja eigentlich. Are you sure you want to spend of your angel investors? 31%? Wir haben doch 16.000. Da steht 5. Okay, nö, machen wir natürlich in dem Fall nicht. Dann gehen wir mal da überall weitgehend so hoch wie halt kommen.
aussieht, ist halt auch relativ teuer. Da kann man mal ordentlich investieren. So, Upgrades, das können wir uns hier noch machen. Da holen wir uns mal alle. Unlock 350 von allen. 350. Hat er ja schon 3050. Okay. Da fehlt uns noch ein bisschen was. 350. Da haben wir doch. Ah, da. Da haben wir nur 330. Das heißt, da müssten wir noch ein bisschen nachlegen. Jetzt haben wir uns nochmal einen Zweifach-Bonus geholt. Da werden wir da mal überall schauen, dass wir da auf die runden Summen kommen. Da haben wir die 900.000. Da werden wir hier auch nochmal erhöhen. So, Unlock. Nächste wäre dann bei 400. Dann gehen wir mal noch um 100er Schritt. Dann werden wir hier mal bei die Schuhe hochgehen, was geht. Genauso hier. Die werden wir auch erhöhen. Also man sieht das, da gibt es dann teilweise richtig ordentliche Boni bei manchen Sachen. Noch einmal hier die Upgrades und werden dann mal weiter schauen zum Mars, wie es da ausschaut, was sich da mittlerweile so angesammelt hat. Ja, da sind wir schon im siebten Dezillionen Bereich. Quintillionen, Sextillionen. Ja, da werden wir auch noch mal zurücksetzen. Zahlt sich eigentlich immer aus, speziell nach so einer langen Pause. Rentiert sich das schon. So. Ja, und da sieht man, da sind die Sachen natürlich schon deutlich teurer. Das heißt, dann werden wir die mal durchrennen lassen und uns die ersten Manager holen. Okay, Manager-mäßig haben wir jetzt alles. Die Leute können uns jetzt auch Terraformen leisten. Kaufen uns dann noch die Upgrades. Gehen hier alles, was quasi günstig ist. Aber die teuren, da warnt uns dann eh wieder, wollen sie wirklich. Aber eins können wir hier schon investieren, weil 43. Zwei können wir auch noch. Ich sag mal, bis 30 ungefähr runter ist okay. Genau, denn das heben wir uns aber auf. Dass wir alles auf 100 bringen. Das müssen wir nur noch so Gesamtbonus wiederholen. Ja, also so nach einer Pause ist schon wieder nett. Für regelmäßige Folgen weiß ich nicht, das Ganze auch so geeignet ist. Es haben ja zeitlang viele gespielt. Auch größere Let's Players in Livestreams oder so. Irgendwann hat sich das komplett wieder aufgehört. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass einfach zu wenig Abwechslung drin ist. Es gibt zwar halt diese Special Events, die sie immer wieder machen, aber von der Mechanik selber her irgendwie zu wenig Neues, und es gibt auch keine neuen richtigen Gebiete. Also bei der Mars, den gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon eine Zeit lang, und ich hätte mir schon gedacht, vielleicht, dass sie nochmal irgendwas Neues eingebaut hätten im Spiel, aber schaut nicht so aus. Ja, da können wir uns ja noch so ein Umstellen, auch
eine gewisse Zeit mit zweifach Profit kriegen. Da können wir ordentlich reinstecken. So, 11.400 von dem Maßgestein haben wir schon. Die 2000 Upgrades kann man noch einmal einkaufen. Unlocks 300 wird man Unlock kriegen. Man kann natürlich hier auch oben einzeln einkaufen. Das heißt, wir brauchen 100, müssen wir hier noch kaufen von den Terraform Sachen. Damit wir wieder einen Bonus kriegen. Können uns aktuell maximal 73 leisten, 74 ist ja egal. Dann lassen wir die mal laufen und gehen nochmal zur Erde zurück. Da können wir uns sicher mittlerweile auch einiges leisten. Dann haben wir auch schon wieder ganz gut verdient. Da können wir uns den Manager fürs Öl nochmal leisten. Und der wäre natürlich auch ganz nett, weil der macht dann die Limonadenstände noch mal billiger. Upgrades holen wir uns natürlich. Wie viel haben wir? Ja, alle Upgrades noch mal rein. So, dann schauen wir mal 3. Hier hören wir mal da alles. Das geht auf weitgehend auf 3000. Da brauchen wir noch, da können wir noch nachlegen. You unlocked 20 Gold. Okay, wir haben jetzt nochmal 20 Gold bekommen. Das, glaube ich, gab es früher nicht. Dass man für gewisse Ziele, die man erreicht, 20 Gold bekommt, was man dann wieder im Shop ausgeben kann. Das heißt, man hat die Möglichkeit, ohne Echtgeld einzusetzen, sich Gold zu kaufen. Für Gold-Upgrades. Das war früher, konnte man mehr oder weniger nur alles so kaufen, also man musste echtes Geld investieren. Was man meistens aber nicht gemacht hat, weil man ja auch durchs normale Spielen. Ah, jetzt können wir uns den leisten. Die Mr. Limonade. Aber obwohl das so stark verbilligt, haben wir uns trotzdem nur 100 Stände jetzt leisten können. So, Unlock. Bei 2,6 kriegen wir wieder einen Unlock. Dann können wir schon einen 10er nehmen. Das heißt, wir brauchen 30 von denen noch. Dann könnten wir uns da wieder was leisten. Ah, da gibt es sogar News. I've been a few times. Ich lese mal das durch und schau mal. Okay. Love drums all. Ja, gut. Wenn euch die News interessiert, könnt ihr euch ja die Stelle nochmal anschauen bzw. pausieren und euch das selber durchlesen. Was sagt die Zeit? Ja, ein bisschen können wir noch. Max 1, 10. Okay, da können wir gerade nicht weitermachen. Weil Zeitungen, das wäre noch was, wenn man sagt. Dann können wir uns nochmal Boni holen. Beim Mond. Wo sind wir denn da stehen geblieben? Genau, dann müssen wir auf 400. Da hatten wir hier das Problem, dass wir zu wenig hatten. Aber da haben wir uns jetzt wieder einen Bonus geholt. Dann können wir uns hier auch nochmal die Upgrades holen. Karriere, Swag, Statistiken, Cash on Hand, Season Earning, Lifetime Earning, Lifetime Karriere, Total Resets 2.
Unlocks earned 133. Ja, nett. Ich glaube, ein paar Statistiken werden erst nur seit kurzem gezählt. So. Dann werden wir hier noch ein bisschen nachlegen. Aber Upgrades gäbe es zwar, aber nur dieser hier. Also das kostet halt 5 von unsere 16. Und ich glaube, so viel bringt es jetzt auch nicht, die Schuhe zu verdreifachen. Machen wir noch einen Blick zurück auf den Mars. Da haben wir auch wieder ein bisschen was verdient. Da werden wir uns zuerst mal die Upgrades holen. Und werden hier mal weiter investieren. Und da wollten wir noch für den einen Unlock auf die 300 kommen. Wäre zumindest nett gewesen. Aber das kostet so viel. Aber wir können uns gleich mal 10 leisten. Vielleicht kriegen wir es ja noch zusammen. Aber das Geld bringt doch halbwegs flüssig. So. Jetzt brauchen wir wie viel? Okay, 7 Dezillionen. Da fehlt noch ein bisschen mehr. Gibt es noch einen gescheiten Bonus? Da 666-fach Bonus, wenn wir die auf 900 kriegen, die Heckportale. Wenn wir uns dann 100 dafür kaufen, ja. Und dann war einer noch, wo war das da mit 333-fach Bonus für 333 Terraformer. Okay, das können wir so schnell nicht machen. Dann hätten wir sonst noch Livebots 50-fach bei 1100. Da kommen wir gerade auch nicht, kommen wir auch nicht wirklich weiter. Da können wir uns nicht einmal einen leisten aktuell. Okay, da müssen wir auch warten, bis wir uns da wieder einen Bonus holen können. Ich meine, Upgrades 16 von 29. Genau, wird auch eine Meldung kommen. Nee. Okay, da werden wir uns keinen Bonus mehr holen können. Ist einfach viel zu teuer. Da werde ich einfach schauen, dass wir hier noch, wo es geht, noch ein bisschen investieren. Und eventuell haben wir vielleicht auf der Erde für die Zeitungen noch ein bisschen was bekommen. So, da können wir uns nochmal Upgrade holen. 570. 58, wie viel waren es? 26. Wir haben 285. Das kriegen wir also auch nicht wirklich zusammen. Dann schauen wir einfach noch, dass wir hier nochmal die 100 investieren. Ja gut, und dann würde ich sagen, werde ich an der Stelle die Folge beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr könnt es mir reinschreiben, ob euch das Spiel interessiert, ob ich da ab und zu wieder was bringen soll. Und ansonsten sehen wir uns bei einem der anderen Videos. Tschüss!